Okay, willkommen zum nächsten Talk über freien Zugang zu Vertretungsplänen bei Schulen. Ja, von Finn Godau. Vielen Dank für die Übersetzer, die nach Deutsch übersetzen. Los geht's! Allgemein, wie ihr wisst, können Lehrer nicht immer so unterrichten, wie es geplant ist. Deshalb müssen SchülerInnen darüber informiert werden, wann Unterrichtsstunden verschoben werden oder andere LehrerInnen haben oder nicht stattfinden. Und dafür erstellen Schulen einen Vertretungsplan. Dafür gibt es Software, zum Beispiel ONTIS, und diese Vertretungspläne müssen verteilt werden. In Deutschland verwenden dafür viele Schulen digitales schwarzes Brett, kurz DSB. Und es funktioniert so, es funktioniert folgendermaßen: Die Schule lädt den Plan hoch, SchülerInnen können den Vertretungsplan lesen, auf diesem DSB anzeigen, auf ihren Mobilgeräten, indem sie die Client-Software von Heineken Media verwenden oder die Webseite, sobald sie die Zugangsdaten von ihrer Schule bekommen haben. Das ist ein paar Benutzer ein Passwort für alle SchülerInnen und eins für alle LehrerInnen. Und das kostet Geld. Die Schulen kaufen sich viel zu teure Bildschirme von Heineken Media und dann bezahlen sie noch extra für dieses fantastische Webinterface, das man da sieht, wo man sich anmelden kann und die Pläne hochlädt. Man kann auch die mobile App verwenden, die nicht wirklich toll ist, wie ich später noch erklären werde. So sieht das aus. Es ist winzig, wie ihr sehen könnt. Es ist natürlich proprietäre Software. Es braucht Google Play Services. Man muss einzoomen, man muss rumscrollen, um die ganze Information zu sehen, weil alles so winzig ist. Das ist also ziemlich suboptimal. Ich weiß nicht mal, warum das so winzig ist. Also, wenn ihr es euch im Browser anschaut, dann funktioniert der Zoom super, wenn man ein kleines Gerät hat. Ich weiß wirklich nicht, wie sie das verbockt haben. Es hat völlig nutzlose Push-Benachrichtigungen, neuer Inhalt verfügbar und man muss mindestens einmal zu viel klicken, überall generell. Und wegen diesen Problemen wollte ich immer etwas Besseres als DSB Mobile haben. Also habe ich den Netzwerktraffic von DSB Mobile mal angefangen aufzufangen. Überraschenderweise ist das auf Android richtig einfach. Man kann benutzerfreundliche Software wie HTTP Canary, das hier, oder Packet Capture, das rechts, verwenden. Leider proprietär, aber ich kenne keine freie Software dafür. Wenn ihr irgendwelche kennt, lasst es mich bitte wissen. Und es ist quasi wie eine VPN-Provider-App und proxyt den ganzen Traffic durch und installiert ein Zertifikat im System, sodass Apps immer noch denken, dass die Connection, dass die Verbindung sicher ist. Und dann entschlüsselt, speichert und wieder verschlüsselt diese App den ganzen Traffic, sodass man ihn lesen kann. Das ist also quasi ein Man-in-the-Middle-Angriff, den man selber durchführt auf seinen eigenen Netzwerk-Traffic. Außer auf neueren Android-Versionen vertraut Android solchen selbst installierten Zertifikaten offenbar nicht mehr. Deshalb muss man jetzt tatsächlich Root-Zugang haben, um sie in /system/edc/security/ca-certs zu verschieben, damit ihnen tatsächlich vertraut wird. Das ist schade. Das macht es ein bisschen schwieriger. Aber in älteren Android-Versionen funktioniert das richtig einfach. Und mit etwas mehr Anstrengung kann man diese Traffic mitschneiden umgehen, indem man Certificate Pinning implementiert, sodass die App vorher überprüft, welchen Zertifikaten sie vertraut und welchen nicht. Also mit etwas mehr Aufwand kann man auch das hier wieder umgehen, aber diese App hatte das einfach nicht. Deswegen konnte ich herausfinden, wie dieser Endpoint funktioniert. Und wie ihr sehen könnt, heißt es der iPhone-Service, auch auf Android. Und mit der eigenen User-ID und Passwort kann man einen Auth-Token anfragen. Das hat diese Form.
Also so sieht es aus, wenn man ungültige Zugangsdaten hat. Also wenn man das hier kriegt, dann war es nicht gültig. Es ändert sich niemals. Also weiß ich nicht, wozu dieses Token gut ist. Aber DSB Mobile speichert das Token nicht, obwohl es immer das gleiche ist. Also es nimmt bei jedem Login einen extra Roundtrip, den man nicht braucht. Mit diesem Auth-Token kann man dann den Vertretungsplan, die URL dafür abfragen, und sobald man die Vertretungsplan-URL hat, kann man den Vertretungsplan aufrufen. Okay, und mit dem Wissen habe ich dann einen Client entwickelt, der mir erlaubt, direkt Zugang zu den relevanten Informationen zu haben. Das habe ich genannt DSB Direct. Das Erste, was es besser als DSB Mobile gemacht hat, ist, nicht Sachen so winzig anzuzeigen. Das hier ist ein etwas älteres Screenshot, aber ihr könnt sehen, diese HTML-Dateien, hier kann man parsen und dann filtern und hilfreiche Benachrichtigungen haben. Die habe ich früher hinzugefügt. Das hier ist eine native Liste und ist keine Webviews, fühlt sich einfach besser an. Und es ist natürlich nicht proprietär, sondern freie Software. Ja. Und übrigens, dieses Logo soll das Logo meiner Schule repräsentieren, was das hier ist. Sag mir bitte nicht, dass es so schlecht war. Es ist wirklich nichts anderes als das DSB Mobile Logo. Und der Endpoint ist auch auf andere Art witzig. Als ich das erste Mal hingeschaut habe, hat er völlig unverschlüsselte Verbindungen angenommen und hat nicht zur verschlüsselten Version weitergeleitet. Das heißt, die meiste Zeit haben Leute ihren Benutzernamen und Passwort eingegeben und das wurde dann unsicher übertragen. Es hat TLS bis zu Version 1.0 unterstützt, was obsolet ist. Es hat noch SSL Version 2 unterstützt, was ein Ground-Angriff unterstützt, habe ich nicht ganz verstanden, wird vermutlich nicht ausgenutzt, aber Angreifer könnten dann den Traffic lesen. Und das habe ich der Firma am 11. August erzählt. Und dann habe ich, glaube ich, den Not My Fault Grumble Tag im Issue Tracker eingeführt. Sie waren sehr glücklich, davon zu erfahren. Am 22. August haben sie TLS 1.2 aktiviert und SSL Version 2 deaktiviert. Sie erlauben immer noch ganz unsichere Verbindungen und mir ist auch aufgefallen, dass sie Fonts von Google einbetten, was nicht so gut für Privatsphäre ist. Das habe ich Ihnen zweimal gesagt. Am 19. Dezember hat der iPhone Service dann nur noch 404 Fehler zurückgegeben, wenn die Verbindung unsicher ist, aber Google Fonts sind immer noch eingebettet und am 4. Oktober wurde der iPhone-Service deaktiviert. Also habe ich begonnen, mich auf den neuen Endpoint zu konzentrieren, den offenbar die DSB-Apps dann seit einer Weile verwendeten, was ich nicht bemerkt habe. Also musste ich herausfinden, wie dieses Datenformat funktioniert. Und es sieht so aus. Also wie ihr sehen könnt, ist da ein JSON-Body und da steht ein Request-Anfrageobjekt drin. Das ist ein Objekt mit Data, Daten und das ist ein String, eine Zeichenkette. Und jemand sollte herausfinden, wie man das liest. Es sieht wie Base64 aus, wenn man diese Slashes natürlich wieder rückgängig escaped, weil es in JSON kodiert ist. Aber wenn man das hier decodet, den Base64-String, da kam nichts Schönes raus. Dann musste ich also rausfinden, was zu tun ist, indem ich die App dekompiliert habe. Dafür gibt es Online-Tools. Leider war die App minified und obfuscated zur Compile-Zeit, was die Ergebnisse nicht so lesbar gemacht hat. Also nach dem Dekompilieren hat man dann Funktionen und Klassen namens A und B und so weiter gehabt. Ich erinnere mich nicht genau, wie ich es hingekriegt habe, aber stattdessen sollten wir uns anschauen, ob das überhaupt legal war, weil das auch interessant ist.
Denn ich glaube, es ist es tatsächlich. Schauen wir uns den Paragraph 69e Urheberrechtsgesetz Dekompilierung an. Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, wenn die Dekompilierung oder Vervielfältigung des Codes, die Dekompilierung also unerlässlich ist, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Programms mit anderen Programmen zu erhalten, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Das heißt also, man darf ohne Erlaubnis dekompilieren, wenn das wirklich nötig ist, um Interoperabilität zwischen zwei unabhängigen Programmen herzustellen, unter den folgenden Bedingungen. Und da sind drei Bedingungen. Die Handlungen werden von dem Lizenznehmer oder einer anderen zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms berechtigten Person oder in der Namen von einer hierzu berechtigten Person vorgenommen. Zweitens, die für die... Ja, ich gehe davon aus, dass das stimmt. Zweitens, die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen Informationen sind für die in Nummer 1 genannten Personen noch nicht ohne weiteres zugänglich gemacht. Diese Information ist noch nicht zur Verfügung gestellt. Das stimmt. Das ist nicht der Fall für das Produkt von Heineken Media. Drittens, die Handlungen beschränken sich auf die Teile des ursprünglichen Programms, die zur Herstellung der Interoperabilität notwendig sind. Also es wird nur dekompiliert, was die Information braucht. Also die Android-App ist nicht modular aufgebaut, sie ist nicht unterteilt, deswegen könnte es sein. Es gibt auch Ausnahmen. Bei Handlungen nach Absatz 1 genommene Informationen dürfen nicht erstens zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilität des unabhängig geschaffenen Programms verwendet werden. Es wird die Information nicht für andere Sachen verwendet. Zweitens, an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass dies für die Interoperabilität des unabhängig geschaffenen Programms notwendig ist. Es wird nicht an Dritte kommuniziert, falls das nicht notwendig ist. Die Information muss public sein, um Open Source zu sein. Drittens, für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung eines Programms mit im Wesentlichen ähnlicher Ausdrucksform oder für irgendwelche anderen das Urheberrecht verletzenden Handlungen verwendet werden. Es wird kein Urheberrecht verletzt, wenn man eine Alternative herstellt. Ich habe die Nutzung einer Klasse herausgefunden, um einen String herauszufinden. Der String ist JSON. Ein sehr effizientes Datenformat. Wir speichern also unser verschlüsseltes JSON innerhalb eines JSON. Es wird verschiedene Daten gesammelt für Statistik, etwa die App-Version, die Betriebssystem-Version, das Datum aber auch, das Datum auch. Möglicherweise wissen Sie, wann die Query abgesendet wurde, aber hier haben Sie es. Verschiedene der Daten sind redundant. Es ist für mich unklar, warum das gemacht wird. Die App-ID ist eine unique für jede Installation ID. Die war zuerst herausfordernd für mich herzustellen. Push-ID sind notwendig, um... es ist unklar, wofür sie genutzt werden. Welche dieser
Felder sind notwendig. Alles bis auf Push-ID ist notwendig, aber die meisten können leer gelassen werden. Man kann also etwa das auf der Slide gesehene abschicken mit überwiegend leeren Strings. Es ist dann etwas passiert. Eines Tages wird die App-Version verpflichtend. Und ich testete einige valide und einige nicht zulässige Versionsnamen. Zum Beispiel 7.0.0 ist möglich, was aktueller ist, also eine höhere Zahl hat als die aktuelle. Vielleicht haben sie mehr Server-Side-Veränderungen. Automatisierte Changelogs zu schreiben. Es muss also jedes Mal aus dem von Heineken News herunterzuladen, um User davon zu unterrichten, dass Veränderungen bzw. Fixes vorgenommen werden könnten. Und falls sie anfangen, das zu ändern, habe ich eine Option hinzugefügt für, weiß ich nicht, aber das haben sie zum Glück nie gemacht. Das war das gleiche Release wie das, wo ich die Versionsnummer korrigiert habe, das hier. Und wir haben auch anderswo gute Neuigkeiten. Am gleichen Tag, am 15. Oktober, habe ich eine E-Mail bekommen, dass appdsbcontrol.de nicht mehr auf Port 80 zugänglich war und dass irgendwas jetzt lokal geladen wurde. Diese E-Mail hat nicht das Übliche, bei Rückfragen können Sie sich direkt bei mich wenden, enthalten, leider. Also vielleicht wollten Sie nicht mehr von mir hören. Konnte ich nicht verifizieren zuerst, aber am 16. Oktober konnte ich das verifizieren. Also haben sie offenbar langsame Deploy-Zeiten. Und dann dritte Runde, am 17. Oktober kriegen wir wieder eine ungültige Antwort vom Server. Und jetzt muss die App-ID eine UUID sein und das Last-Update muss gesetzt sein auf irgendwas. Es kann nicht leer sein, jetzt senden wir also zur Frühstückszeit. Und ich wusste noch nicht, wie man App-IDs erstellt, also habe ich einfach die, die ich von meinem Gerät gecaptured habe und habe die geschickt. Das haben wir durch Trial and Error gelernt. Es war aber sehr lästig, weil der Server manchmal die gleichen Requests angenommen oder zurückgewiesen hat. Also dieser langsame Deploy-Zyklus, den wir vorher festgestellt hatten, hat sich dann als richtig lästig herausgestellt. Wir haben das ausprobiert und dann hat es funktioniert, wir haben es entfernt und es hat nicht mehr funktioniert und wir dachten, es liegt daran, aber tatsächlich lag es an was völlig anderem. Nämlich, dass der Server langsam aktualisiert wurde. Oder vielleicht hatten sie irgendwann nur diese App-ID gebannt, war mir an dem Punkt noch nicht klar. Oder ich glaube, der Server war vielleicht auch einfach generell langsam, denn die normale DSB-mobile Applikation wurde auch manchmal zurückgewiesen. Und manche dieser Änderungen haben sie später dann wieder zurückgesetzt. Und wir glauben, dass das Device ist jetzt verpflichtend, also nicht leer. Also schicken wir dem Gerät A. Und früher habe ich auch mal die Wörter Kartoffel oder Toaster geschickt. Und jetzt dachte ich, wir sind schlau.
und habe neue Funktionen zu diesem News-System hinzugefügt, das ich schon erklärt habe. Und zuerst als Vorkehrungs konnte das letzte Datum geschickt werden. Das heißt, wenn User auf Schau nach einem Fix klicken. Und auch habe ich ein Array von Headern geschickt, das man zum Server schickt. Und wir hatten auch alternative Endpoints gefunden. Um das rausfinden, muss man erst wissen, dass sie verschieden aussehende Versionen von DSB verkauft haben. So sieht das DSB Mobile normal aus. Das ist die Version der IHK, die anders aussieht. Die ist unter zwei URLs erreichbar. Und sie haben die gleichen Daten wie diese Webseite. Und sie haben auch eine Android-App, die entsprechend anders aussieht. Also habe ich den Endpoint konfigurier gemacht, zu dem mein Endpoint die Anfrage schicken würde, weil die alle einen anderen Server-Endpoint hatten. Und diese App hat dann einen dieser zwei verwendet. Allerdings war das knifflig, weil ich verhindern musste, dass ich mir selbst die Macht gebe, um die Anfragen von Nutzern zu meinem eigenen Server weiterleite. Deswegen habe ich dann ein paar URLs, die gültig sind, hardcodiert in die App, sodass ich zwischen denen wechseln konnte mit einer Ganzzahl. Und habe das auf den IHK Mobile Endpoint gesetzt. Und ich glaube, es war am nächsten Tag, dass IHK Mobile und App IHK.de kaputt wurde. Und sie haben so ungültige Daten zurückgegeben, dass meine App gecrashed hat. Ups. Und plötzlich hat der Endpoint der normalen Webseite sich ständig zu neuen Orten bewegt und dann gab es ein Configuration.js-Skript, das gesagt hat, wo das ist. Und dann habe ich das auch die App aktualisiert, einen sehr spezifischen Weg, um diesen Ort zu finden, hinter dem siebten Anführungszeichen oder so, sehr unzuverlässig. Und dann hat sich plötzlich diese Zeichenkette eine Zeile nach unten verschoben und dann war es das neunte Anführungszeichen. Interessant. Und diese App hat auch aufgehört zu funktionieren. Sie ist immer noch im Play Store, sie funktioniert immer noch nicht. Diese Webseite ist immer noch da, funktioniert immer noch nicht, weil sie ihren eigenen Endpoint kaputt gemacht haben. Und das ungefähr zur gleichen Zeit kam dann dieser Google Play Takedown, weil offenbar ich das Trademark von DSB verletzt habe. Dafür bin ich nicht qualifiziert. Ich kenne mich mit dem Markenrecht nicht aus. Ich habe versucht, nach einer spezifischen Klarstellung zu fragen, warum sie meine App entfernt haben, aber sie haben nie geantwortet. Aber das ist ein netter Trick, den man mit E-Mails, die man nicht mag, machen kann. Einfach so tun, als hätte man sie nicht bekommen. Ein paar Tage später wurde das JavaScript der Webseite so obfuscated, dass ich nicht mehr verstanden habe, wie das funktioniert. Aber wenn die Developer-Tools offen sind, dann geht es ständig in den Debugger. Kann man umgehen, indem man dem Browser sagt, umgehe doch bitte Breakpoints. Funktioniert irgendwie nicht in Firefox, aber in Chromium. Ich weiß nicht warum. Ich nehme an, das hätte ich irgendwie rausfinden können. Vielleicht, oder im Notfall hätten wir eine Webview im Hintergrund laufen lassen können, aber dann hat ein anderer Contributor herausgefunden, was man machen muss, um mit dem mobilen Endpoint zu sprechen. Und durch Dekompilieren hat er herausgefunden, dass das mit der Default Java UUID Klasse diese ID generiert wird, also Random UUID String. Und die Device-ID war jetzt, Geräte-ID war jetzt verzwingend. Also habe ich eine zufällige Device-ID aus dieser Liste genommen und eine zufällige Betriebssystemversion zwischen 14.4.0.2 und zufällige Sprache, manchmal ist Deutsch, manchmal Englisch und ist die Bundle-ID irgendwas DSB Mobile mit einer Option, um das über das News-System zu deaktivieren, falls es irgendwann nicht funktioniert. Und das war dann das Ende davon. Und dann haben sie offenbar aufgehört zu versuchen, DSB Mobile zu unterbinden. Und Android-Releases gelten für sie offenbar nicht oder ist ihre Zeit nicht wert. Oder sie sind einfach unkreativ. Ich konnte mir immer noch ein paar Wege ausdenken, wie man
die App erkennt, aber das erzähle ich Ihnen natürlich nicht. Aber erst diesen Monat hat Bixlon wieder gefragt, warum DSB Mobile aus dem Play Store entfernt wurde. Und er meinte auch, wir haben nicht deutsches Markenrecht verletzt. Oder nein, Beiträger Jasmich hat die App in den Play Store wieder hochgeladen und eine sehr interessante Antwort bekommen. Sehr geehrter Herr Zwerger, vielen Dank für Ihre E-Mail. Leider stehen wir uns außerstande, mit Ihnen einen qualifizierten Diskurs zu diesem Thema zu führen und sind weder Daten zu Ihnen noch zu Herrn Gonau bekannt. Das heißt, leider, wir haben Ihre Adresse und wir können Ihnen nicht rechtlich gültende Nachrichten schicken. Sie wollten also ein Einschreiben machen. Und uns ist nicht klar, in welcher Rechtsbeziehung Sie zueinander stehen. Wir wissen also nicht, was die Rechtsbeziehung ist. Das ist schwer, komisch. Ich weiß es nämlich auch nicht. Laut meinem Vater sind wir vielleicht eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, aber es ist nicht wirklich, kennt sich nicht wirklich mit freier Software aus. Dennoch möchte ich im Folgenden unsere Position nochmal klar ausdrücken. Es ist weder Ihnen noch Dritten klar, gestattet, unsere interne DSB Mobile API für eigene Softwareprodukte abzufragen. Wir untersagen es Ihnen hiermit schriftlich und letztmalig. Also, ich finde es fraglich, ob eine öffentlich zugängliche API tatsächlich intern ist. Man könnte ja sagen, es ist nur für Software, die Sie konstruieren, aber ich meine, ich kontrolliere mein Gerät und nicht Sie. Das heißt, die API ist nicht intern. Eine Inverkehrbringung einer App mit gleichem oder ähnlichem Namen zu DSB ist Ihnen im europäischen Raum ebenfalls untersagt. Hier liegt Markenschutz durch Heineken Media vor. Ich verstehe Markenrecht nicht. Es gibt so viele Marken, die mit DSB anfangen oder nur DSB sind, teilweise mit überlappenden Merkmalen, und es ist nicht wirklich unterscheidbar, und ich verstehe es nicht so sehr. Es gibt auch eine andere Marke, digitales schwarzes Brett, ein anderes System, nicht DSB, wurde als nationale Marke zurückgewiesen, weil es nicht unterscheidbar war, aber wie kann es eine europäische Marke sein, ohne so unterscheidbare Merkmale? Ich verstehe es nicht ganz. Eine App-Bereitstellung im Store ist dabei eine geschäftliche Tätigkeit, ganz egal welchen wirtschaftlichen Zweck diese folgt. Es besteht Verwechslungsgefahr. Wir untersagen Ihnen hiermit die Benutzung der geschützten Wertmarke DSB letztmalig. Der erste Part ist wahr. Also es ist geschäftlicher Verkehr, wenn man einen Dienst anbietet der Öffentlichkeit, selbst wenn es kostenlos ist. Und es besteht die Verwechslungsgefahr. Es muss ja um die Buchstaben DSB gehen. Ich habe ja schon erklärt, es ist nicht verwandt, aber ist da tatsächlich Gefahr, dass Heineken Media davon gefährdet ist. Man könnte ja schließlich finden, dass es eine App ist zu Sachen, die mit der Danish Railway Company oder mit dem dänischen Bahn zu tun hat. Also DSB hat Heineken Media auf jeden Fall nicht exklusiv. Wir untersagen Ihnen hiermit die Benutzung der Wortmarke DSB letztmalig. Sollten Sie weiterhin gegen unsere deutlichen Aufforderungen verstoßen, werden wir den Fall an unsere rechtliche Vertretung, Herrn Dr. Selig, übergeben. Dieser ist in dieser E-Mail bereits CC. Also gruselige E-Mails. Ebenfalls werden wir weiterhin gegen jede Veröffentlichung einer solchen App vorgehen. Entsprechend dadurch entstehende Kosten werden wir Ihnen bei Ihnen als Schadensersatz geltend zu machen. Wir bitten um zwingende Beachtung. Mit freundlichen Grüßen, Andreas Nock. Das ist der CEO von Heineken Media. Wow, wir sind berühmt. Wir haben diese E-Mail weitergeleitet an Jasmich, der zu diesem Zeitpunkt die DSB-App auf dem Play Store hat. Er hat sich entschieden, die runterzunehmen und sich zu entschuldigen. Am nächsten Tag bereits haben wir eine freundlichere E-Mail bekommen. Hallo, vielen Dank für Ihren Entgegenkommen. Wir finden den Ansatz prinzipiell sehr gut. Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass Sie uns vor Veröffentlichung und Nutzung unserer API um Erlaubnis gebeten hätten. Also, wenn wir uns Erlaubnis gefragt hätten, ich glaube nicht, dass wir die Erlaubnis bekommen hätten. Dennoch möchten wir Ihr Engagement gerne würdigen und würden Sie daher gern zu uns nach Hannover einladen. Vielleicht können Sie uns mit Ihren Ideen helfen, eine bessere App zu bauen. Vielleicht finden wir ja sogar einen Weg, dass Sie daran mitbauen. Gerne fördern wir junge Talente. Wir würden uns freuen, Sie kennenlernen zu dürfen.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Nord. Also ich kommentiere das lieber nicht. Ich weiß nicht genau, was Sie davon sich versprechen, aber werden wir ja sehen. Und das ist der Cliffhanger, auf dem wir den Talk beenden müssen. So stehen die Ereignisse. Eine Sache, die ich gelernt habe, nicht Marken von anderen Leuten verwenden, weil Markenrecht ist richtig kompliziert. Und sich zu entschuldigen, statt rebellisch zu sein, scheint zu funktionieren. Selbst wenn man eigentlich in den Konflikt einsteigen möchte und man glaubt wirklich, dass man im Recht ist, hat man wahrscheinlich das Recht falsch verstanden. Und mach das am besten anonym und entscheide dich vorher, wo du deinen Namen drauf tun willst. Vielen Dank.